Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Fleisch von Coop Naturaplan ist Fleisch aus tiergerechter Fütterung und kontrollierter Freilandhaltung. Tiere wachsen natürlich auf, sie haben viel Auslauf und eingestreute Liegeplätze. Und Zusatzstoffe oder gentechnisch veränderte Futtermittel sind verboten. Das Angebot von dem Fleisch, das auch die höchsten Ansprüche erfüllt, ist in unseren Läden immer grösser geworden und umfasst jetzt auch diverse Fleischwaren, die Sie in der Selbstbedienung kaufen können. Dazu kommen verschiedene Neuheiten für die Grillsaison. Was sind das für Produkte, Armin? Es sind Naturaplan Spiessli, Naturaplan Steaks und sogar Naturaplan Speck. Alles an einer Marinade aus natürlichen Rohgewürz und auf die verschiedenen Fleischsorten abgestimmt. Also eigentlich ideal zum Grillieren draußen im Garten und ohne, dass es grosse Vorbereitungen braucht. Richtig. Man kann die Fleischstücke aber auch auf einer Grillpfanne zubereiten, wenn ich es hier im Studio gemacht habe. Und denen, die zum Fleisch noch gerne eine pfiffige Beilage wollen, zeige ich jetzt aber noch ein Rezept, das ganz gut zu jeder Grillparty passt. Gut ausgereifte Tomaten übers Kreuz einschneiden, den Stellansatz entfernen und ein paar Sekunden ins kochende Wasser tauchen. Nach dem Abkühlen schälen und in Würfel schneiden. Knoblauch pressen, Basilikum in Streifen schneiden und beides zu den Tomaten geben. Basilikum gibt es jetzt übrigens von Coop Ökoplan aus biologischem Anbau in diesen praktischen Töpfchen. Richtig. So hat man immer frisches Gewürz daheim, das erst noch ständig nachwächst. Jetzt Lauch in möglichst dünne Streifen schneiden, Peperoncini halbieren und ebenfalls sehr fein schneiden. Beides mit Tomatenpüree, Aceto Balsamico und Olivenöl zu den Tomaten geben. Gut mischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken, Mozzarella in Würfel schneiden und ebenfalls dazugeben. Dann die Soße, die man am Tag vorher schon vorbereiten kann, über Penne oder Rigatoni anrichten und das Gericht zusammen mit der Grillade servieren. Und damit das auch noch klar ist, das Rezept findet Sie wie immer in der neuen Coop-Zeitung. Danke, Armin. Am nächsten Samstag kommt es aus, ob die Olympischen Spiele 2006 nach Sion vergeben werden und die Schweiz wieder mal ein sportliches Grossereignis durchführen kann. Wir sind vorbereitet für die Olympischen Spiele 2006 und ich hoffe, dass Sio das mal das Rennen macht. Gold für die Schweiz und Gold für Sie gibt es schon heute bei uns im Wettbewerb. Wir starten zur 6. Goldrunde. Das mal offeriert vom Meister Proper Allzweckreiniger mit Zitrusfrische. Ricola Zitronenmelisse Kräuterbonbon. Arborio-Reis für herrlicher Risotto. ACE-Drink, einem neuen Frühstücksgetränk. Und von WC Enten Blue Block, einem einfachsten Blauspüler. Jetzt aber sofort zur goldenen Chance, zur Ziehung vom VW Polo Variant im Wert von 21.940 Franken. Durch äußere Eleganz und innere Grösse ladet der Polo zum Wohlfühlen ein. Als typischer Volkswagen bietet er vorbildliche Sicherheit und langlebige Qualität. Beim Benzinverbrauch zeigt er sich sparsam. Umso grosszügiger ist er beim Beladen und überzeugt zudem mit seiner umfangreichen Serienausstattung. Wir sind gespannt, wer das mal Glück hat und die goldene Chance packt. Gerade ist es soweit. Der glückliche Gewinner heisst... Herzliche Gratulation! Das Spiel geht übrigens noch weiter. Holen auch Sie sich eine Teilnehmerkarte in Ihrem Coop-Laden und machen Sie mit an der nächsten Goldrunde. Die allerletzte Ziehung ist am 30. Juni bei uns hier im Studio. Und die Gewinner werden wie immer persönlich informiert. Ein persönlicher Gewinn für alle gibt es außerdem jeden Tag in unseren Läden in Form von günstigen Aktionsangeboten. Hier ein paar Beispiele. Ein Kilo Tomaten aus einheimischem Anbau kostet 2,90 €. Kaffeerandportionen im Multipack kommen Sie 1 Franken günstiger rüber. Mit diesen Hinweisen bin ich am Schluss für heute. Danke, dass Sie Zeit hatten. Schöne Grillenübung und auf Wiedersehen.